Willkommen zu einer Folge Borderlands 3. Wir fahren mit dem Catch-Ride Fahrzeug spawnen weiter. Erreiche das Tor, werden wir gleich. Wo ist es denn? Hier sein. Ich passe auf ihn auf. Sir, Hammerlock, hilf mir. Beim Jupiter, du hast recht. Kammerjäger, ich werde dich im Wald treffen. Wenn meine Hilfe deine Reise zum verfluchten Berg voranbringt, muss ich meinen Teil erfüllen. Ja, erfülle deinen Teil und hilf mir. Der Name kommt mir bekannt vor. Bist du nicht der königliche Fährtenleser, der die Antihydra-Subnat erlegt hat? Ach. Das war ein Geschlitze. Ein monströser Kopf, drei klauenbewehrte Körper. Das ganze Königreich hat in diesem Winter Keif geschlemmt. Ich habe darüber im Quartalsheft gelesen. Aistar, ich bin beeindruckt. Du bist ein furchteinflößender Jäger. Wenn du derselbe Hammerlock bist, der Hemovorus die Vakit-Königin erlegt hat, ist es mir eine Ehre, deinen Weg zu kreuzen. Wir sollten mal jagen gehen, zusammen. Oh ja, das wäre ganz entzückend. Du bist jetzt in der Nähe des Waldes, Gaido. Viel Glück beim Geslitze. Und wenn du scheiterst, wird der Wendigo den Schnee mit deinem Blut rot färben. Dann werde ich ihn häuten und aus seinem Pelz einen Mantel machen, den ich bei deiner Beerdigung trage. Da wir Freunde sind. Alles klar, danke schön. Weiter geht's in den Geschwürwald. Willkommen zurück, kleiner Freund. Willkommen zurück. Wir reisen weiter. Macht mich los, ihr dornigen Teufelsbüsche. Ja. Was ist denn mit Sir Hammerlock? Ich hoffe, dass ich deine Jagdgesellschaft nicht störe, aber nein. Ich habe einen schrecklichen Fall von Hüttenkoller entwickelt. Okay. Nun, wollen wir diese zweifellos majestätische Kreatur gemeinsam aufspüren und erledigen? Natürlich. Wohin denn? Sprechen. Der Wendigo ist unsere Beute. Auf zur Jagd. Auf zur Jagd. So ist es recht. Gehen wir auf die Jagd. So sei es. Gehen Sie vor, Sir Hammerlock. Wir folgen Ihnen. Oder auch nicht. So. Und? Wohin des Weges? Nicht bewegen, ich werde. Jagdmodus. Der Tod ist eine natürliche Sache. Aber okay. Aufregend. Gut, gut, gut. Wir müssen die Fährte des Wendigos aufnehmen. Such die Gegend nach Spuren ab. Okay, eine Spur hier. Die Fährte des Wendigos. Oh, die Fährte. Gut gemacht. Sieh nur, wie groß die Spuren sind. Puh. Dieser Wendigo muss wirklich schrecklich sein. Huge. Hier lang. Okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, dieses Wochenende so viel Zeit damit zu verbringen, meinen baldigen, von Dämonen besessenen Gatten zu hüten, aber so ist das Leben. Trotzdem schön, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich hoffe, Winnie geht es gut. Er ist kein großer Jäger. Jedenfalls nicht wie Eister. Spüre die Blutgier. Das aufregende Gefühl der Jagd. Da noch einen. Zurück mit dir. Eine gute Waffe. Sehr schön. Neue Spur. Fährte hier. Die Fährte ist frisch. Wir kommen ihm näher. Ja.
Ja schon, weiter geht's. Kammerjäger? Ach schon gut. Wir sollten uns darauf konzentrieren, diesen schrecklichen Wendigo zu jagen. Was haben wir hier denn tolles? Das kann ich spüren, Herr Malak. Ich liebe Wainwright. Alles klar. Ich war mir noch nie in meinem Leben so sicher. Ich zweifle eher an mir selbst. Winnie braucht jemanden an seiner Seite, aber jeder Nerv in meinem Körper hat mich aus diesem Jagdhaus hinausgezogen. Das ist ziemlich verwirrend. Ja, konzentrieren wir uns auf die Jagd. Jetzt siehst du es, nicht wahr? Seine Zweifel spiegeln die Ängste wider, die ich in Wainwrights Herz lese. Ihre Liebe ist zerbrechlich, eine labile Angelegenheit, die bei der kleinsten Erschütterung zerbricht. Sachte, Winnie, ich bin hier, Liebster, ich bin hier. Wie aufregend! Lauft, ihr Schwächlinge! Ohne Blut kannst du nicht leben. Einmal die Zecken besiegen hier. Namensteil. Ich auch noch. Wunderbar. Eine Spur. Die Augen eines Rex, aber zum Glück riechst du anders. Dankeschön. Nimm dir ruhig Zeit, Kammerjäger. Ja, nimm dir ruhig Zeit. Für was denn? Dieser Außenposten ist ziemlich stark befestigt. Und sie haben wohl die Zugbrücke hochgezogen. Versuch es außenrum. Vielleicht kannst du sie von der anderen Seite aus runterlassen, Kammerjäger. Ich bleibe hier und halte Ausschau nach Raubtieren an deiner Flanke. Okay. Außenrum. Hier lang. Und hier lang. Ja, dieser Weg scheint gut zu sein hier. Wir ziehen weiter. Nein, runtergefallen. Muss das sein jetzt? Wenig. Weiter hüpfen. Jetzt. Oben. Weiter geht's. Jetzt, wo ich einen Moment Zeit habe, schaue ich mal nach. Gage, wie geht es meinem Winnie? Oh, Herr. Nicht gut. Aber er glüht gerade nur ein klein wenig. Nun lass das warme Ingwerbier nicht ausgehen, ja? Ich bin bald wieder da. Keine Sorge, ich mach das. Genießt du deine Jagd. Wir öffnen. Weiter geht's. Hier mal hoch. Ein Schlag hier. Sehr schön. Ein paar Feinde. Lass das Blut fließen. So, da kommen noch welche. Den noch. Ich sehe auch Beute, ganz viel sogar. Der große braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Kannst du auch. Auch noch. Glänzer. So, haben wir gleich. Das war. Zugbrücke, alles klar. Munition wird knapp. Einmal, zweimal. Sir Hemlock. Was hast du Grüße. Denn da erschnüffelt? Oho, ein Hinterhalt! Ein Hinterhalt!
an die Waffen. Ja, das war's mit ihm. So, auch noch. Und da oben ist noch einer. Das sind noch mehrere. Sehr schön. Und ziemlich knapp. Sehr schön. Einmal hier durch. Einmal dich noch. Sehr schön. Haben wir. Weiter geht's. Noch einer. Mehr. So, da vorne noch den Jungen hier. Fertig. Wir müssen das Tor öffnen. Ja, und wir müssen Munition sammeln gehen. Ja, Tor offen. Es ist nicht mehr weit, Kammerjäger. Los, der Wendigo wartet. Da, Munitionskisten jede Menge. Da finden wir auch schon was Schönes. Sehr schön, sehr schön. Einmal, zweimal, dreimal. Gut so. Da sind auch noch welche. Dankeschön. Viel besser. Gesundheit. Puh, da stinkt es richtig übel. Gehen wir rein. Eine ziemlich große Kreatur, nicht wahr? Oder eine vielbeschäftigte. Halten wir einen Moment inne. Ein Jäger erlegt seine Beute erst dann, wenn er sie in- und auswendig kennt. In diesem Fall innerlich. Pfui, Kack. In die Scheiße gegriffen. Ein beißender Geruch muss noch frisch sein. Beißender Geruch. Ah, der Duft angesenkten Fleisches. Der Wendigo muss seine Beute zu Tode verbrennen, bevor er sie frisst. Faszinierend. So. Ist eine Schwäche, wenn wir weitersuchen. Munition, Munition. Sehr schön. Wer sollte denn da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Gott. Eine Leiter wäre jetzt gut. Haben wir nicht. Weiter geht's. Hier hoch. Ach, hier geht's hoch. Hier der nächste Kackhaufen. Ah, das sind fast nur Knochen. Ah. Der Wendigo muss sich von kleinen Kreaturen ernähren und auch von etwas Erdigem. Und hier noch ein Kackhaufen. Jetzt lese ich die Wahrheit im Gestank. Wenn der Wendigo keine kleine Beute findet, ernährt er sich von den Pilzen des Waldes. Unser Weg wird klar. Wir werden den Wendigo erst ködern und dann erledigen. Zuerst Eselium Avantus, ein seltenes und tödliches Lähmungsmittel. Es wird eine Kreatur von der Größe des Wendigos nicht töten, aber stark genug betäuben, damit es ein faires Geschlitze wird. Hier. Ich verstehe das nicht ganz. Nehmen wir. Nehmen wir. Um einen wirksamen Köder zu erschaffen, brauchen wir Wolfsfleisch und den Saft einiger Pilze. In der Zwischenzeit werde ich dem Wendigo auf der Spur bleiben und sicherstellen, dass uns der Teufel nicht entwischt. Alles klar. Alpha-Wölfe töten. Hier mal links abbiegen. Sind hier welche? Alpha-Wölfe? Hallo? Ja. Lass dich von der Jagd mitreißen. Gut. Gut, 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 gut. Da ist ein großer Jägerwolf. Okay. Die Jagd ist mein Lied. Mal hier noch. Sehr schön. Hier ein Alpha-Männchen.
Haben wir. Sehr schön. Es würde den ganzen Tag dauern, um genügend Pilze zu sammeln, um den Wendigo zu ködern. Und so bezaubernd das auch sein mag, gibt es eine schnellere Lösung. Unser grässlicher, aber freundlicher Gastgeber erwähnte eine Fabrik in der Nähe, die eine Art Pilztonikum herstellt. Ah, die Pilzbrauer glauben, so, das dass sie von auch noch Iridium. Weiter geht's. Wo sind wir hier jetzt hingekommen? So, weiter geht's. Erreiche die Mischfabrik. Haben wir gleich. Nein, lass mich. Ich will das nicht. So. Hopp, hopp. Weiter. Durch den Wald ein Stückchen. Und die Mischfabrik. Das heißt, oben, wir müssen hier rein, so scheint es. Munition! Könnten wir gebrauchen. Dankeschön. Ah, das hat sich ausgezahlt. Ui! Das ist nicht gut. Ich bin down! Komm. Haben wir gleich. So, dankeschön. Ich habe kein Blut, also nehme ich dein. Weiter geht's. Ein schöner Entsafter. Kannst du jedes beliebige Gebräu herstellen? Okay. Die Brauer haben ihre Lieblingsrezepte hier irgendwo rumliegen lassen. Ich schlage vor, dass du für deine finsteren Zwecke nur die stärkste Variante zusammenmixst. Und das geht, wie geht das Ganze jetzt? Wir gucken. Flaming Maw. Musty Mule, Potency 3, Potency 5, 2, okay, also die 5er. Pilz, Schwamm, also das hier nach links rüber, Booster-Button, wieso? Nein, wir müssen hier nach unten zuerst. Genau, das war's. Dann Schwamm in die Mitte. Wasser nach rechts. Das hier hin. Und Schwamm in die Mitte, bitte. Ja. Wirkt gut. Und nun... Gebräu mixen. Ah, genau. Aber nicht einatmen. Hui. Das Pilzgebräu auf, Kammerjäger. Vorsichtig. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich habe den Wendigo bis zu seinem Futterplatz verfolgt. Komm zu mir. Sehr schön. Kommen wir hier weiter? Ja, es scheint so. Kiste ist nichts Vernünftiges. Lass uns nach unten gehen. Claptrap! Ich rette dich, mein Freund. Claptrap! Und ein Hochzeitsgeschenk ist da oben. Das hole ich. Wir brauchen ein Hochzeitsgeschenk. Für unser neues Pärchen hier. Eine Kiste. Ein Geschenk, hier ist es. Nehmen. Sehr schön. Ui. Fortschritte auf dem Weg zu deinem Ziel zu machen. Hut ab! Was hast du so getrieben?
gegen einen Zauberer in einem geistigen Wettstreit auf der Spitze der unerträglichen Verzweiflung gekämpft. Kass verloren. Und dann hat er mich eingesperrt. Zum Glück hatte ich Paul noch bei mir. Also bin ich ausgebrochen. Aber erst habe ich eine alte Schriftrolle stibitzt, auf der steht, wo die Perle des unsäglichen Wissens ist. Ich zitiere. Sie wartet direkt hinter dem Schleier in der klagenden Kluft von Tik-Durgambage. Nun, das ist wohl mein Hinweis. Etwas los. Okay. Und tschüss. Da geht's. Großartig, Kammerjäger. Ich könnte mir keinen besseren Jagdpartner vorstellen. Winnie ist kein Jäger. Er ist auf einem Auge blind, weißt du. Aber ins andere hineinzublicken, setzt mein Herz in Flammen. Dennoch haben wir keine Zeit zu verlieren. Auf zur Höhle, Kammerjäger. Auf zur Höhle. Hui. Stachelmonster. Grüß Tod von mir. Jawohl. Mach das mal. Wir sehen uns. Ja. Weiter geht's. Hier noch zwei, noch mehr, viel mehr. Diesen Zettel hier. Was haben wir noch? Hätten wir Eistar zu dieser Jagd einladen sollen? Er ist ein ziemlich guter Fährtenleser, nicht wahr? Funktion, bitte. Lasst uns doch hier was verkaufen. Brauchen wir? Brauchen wir, sage ich. Gut. Mal schauen, was wir noch verkaufen können. Ja, fast nichts. Schlotz verkaufen. Ammunition, dann könnten wir doch Granaten, Sniper, Shotgun, SMG. Hier sind wir voll. Pistolen brauchen wir, ja genau. Ganz viel von dem Pistolenzeug. Gut. Gibt die Munde jetzt nicht mehr so schnell aus. Hier geht's weiter. Sir Hemlock, nach innen. Auf ins Verderben. Da sind wir. Die Höhle des Wendigo. Munition, Munition. Nach dem, was ich von dieser Kreatur erfahren habe, wird dies keine einfache Jagd. Okay. Er ist gerade nicht da. Was für ein Glück. Schnell, gib mir den Köder. Köder? Für dich. Gib mir Kraft, Winnie. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Die Kreatur kommt. Es geht los. Ein Hirsch. Wendigo. Vorsicht, er greift an. Ja, und wir auch. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Seh nicht. Wo sind wir? Da oben ist er. Wendigo. Schönes Wesen. Ja, Eingeweide werden wir gleich sehen. Hoffentlich. So, eine Granate noch. Kühl dich mal ab damit. So, jetzt. Nein, springt er wieder weg. Ja, wohin denn? Gibt's ja nicht. Für die Jagd wiedergeboren.
Monster, überall Monster. So, hier noch, da noch. Auf den weichen Bauch gezielt. Wunderbar. Jetzt, ja, das macht Damage. Ordentlich. Auf den weichen Bauch. Ui, ui, das ist aber doof für dich von hinten. Ui, mein Leben, nicht gut. Kann ich gut wiederbeleben, bitte. Mann, helfe mir. Dankeschön. Auf den weichen Bauch zielen. Also hier rein. Sorry, war nicht so gemeint. Komm, ja, alles raus hier. Haben dich gleich, kritische Treffer. Und geschafft. Ein Achievement, älter als die Bäume. Kaif ist also stärker aus Hoden. Verstehe. Kammerjäger, bevor wir gehen, auf ein Wort. Auf ein Wort, ich komm gleich. Sir Hammerlock, ich komm gleich, ich muss noch hier weitersuchen. Wir nehmen ein bisschen Waffen mit. Verkaufen wir alles. So, Samalock, ich komme. Über das, was ich vorhin gesagt habe, über meine Verwirrung. Als ich den Wendigo erblickt hatte, spürte ich Furcht im Herzen. Ist eine Höhle? Als ich an Winnie dachte, wusste ich, kommen wir nachher weiter wahrscheinlich. Formloses wie Furcht mir je im Weg stehen kann. Ein paar Kisten. Ich wurde überhaupt erst Jäger, weil ich, solange ich denken kann, auf der Suche nach etwas war. Und jetzt, wo ich es gefunden habe, bin ich dennoch auf der Jagd danach. Ich möchte jetzt an Winnies Seite sein. Du hast die Trophäen, kehre damit zu Eistar zurück. Viel Glück, Kammerjäger. Kehre zu Eistar zurück. Würde sagen... Karte. Mr. Eistar, wo bist du? Ja, hier oben. Stimmt. Einmal Schnellreise. Schön, dass du wieder da bist. So, Eistar, willkommen. Wir slitzen! Was ist hier los? Verrückt. Natürlich, wir schlitzen. Monster, was macht ihr hier? Eine goldene. Ja, bräuchten wir nicht. Spaß für dich. Der Schnee rötet sich heute nicht mit deinem Blut. Lass uns reden. Okay, reden wir. Diese verdorbenen Seelen haben es noch nie gewagt, mit mir zu slitzen. Der schwarze Wind weht. Ich rieche ihren fauligen Geruch. Der Kult wächst an Macht, gespeist vom Monster selbst. Aber da liegt noch was anderes in der Luft. Vielleicht ihre Angst, Gaido. Vor dir! Aber wie war die Jagd? Was ist mit dem Wendigo? Ich habe das Kalf gesammelt. Bitte nimm es. Ha! Gaido, du bist nicht nur ein Jäger. Du bist jetzt einer von uns. Wir werden das feurige Kalf des Wendigos nutzen, um das Eis zu schmelzen, das den Weg versperrt.
Platziere das Kaif dort und du wirst bald unterwegs sein. Okay. Einmal hier ein Kaif, einmal hier ein Kaif. Solche Macht! Das ist wahres Kaif, Gaido. Dort drüben ist der verfluchte Berg. Man sagt, der Wind trägt die Stimmen der Vergangenheit. Viele sind dorthin gegangen, aber niemand kam je zurück. Mögest du finden, was du suchst, Gaido. Ich kenne nur eine ewige Jagd. Wunderbar. Eine Mission. Nehmen wir auch gleich mal an. Wie geht es dir, Gaido? Wir sollten wieder slitzen. Wir slitzen. Aber wir slitzen special. Auf dem Berggipfel wächst eine Level 53. Wunderbar. Slitzen, damals Peter, habe ich gesagt. Junge, hör mal zu. So, wir nehmen Haustierschaden. Ein Fleck, hast du einen Gegner angreift, ist der erste Angriff ein automatisch kritischer. Dann tun wir das mal. Hier haben wir auch noch einen Punkt. Nachladegeschwindigkeit nehmen wir. Als ich herkam, gut. Dachte ich wäre das stärkste Wesen auf dem Planeten. Ja, glaubst du. Aber ich habe mich geirrt. So. Energie umgibt uns. Ja, stimmt. Sie ist im Wasser und gut. In der Luft. Ja. In den Bäumen und dem Keif der Tiere. Im Keif, ja. Da brennt das Keif. Schönheit verbirgt oft Stärke, nicht wahr? Gut, vielen Dank dafür. So, das war's für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und tschüss.